Herzlich willkommen zu unserem diesmonatigen Quick-Tipp. Wir wurden neulich gefragt, das Thema des Sync-Managers innerhalb von Siemens NX etwas zu erläutern bzw. einmal vorzuführen. Da haben wir uns gedacht, machen wir doch gerne. Dafür habe ich jetzt auch schon mal ein Programm vorbereitet auf einer mehrkanäligen Drehmaschine. In meinem Fall ist es hier eine CTX. Diese mehrkanälige Maschine besteht, wie es der Name schon sagt, aus mehreren Kanälen. Bedeutet, ich habe hier einen Kanal 1, in meinem Fall ist es hier der B-Kopf der CTX-Maschine, und auch ein Kanal 2, in unserem Fall hier der Revolver auf der unteren Hälfte. Ein Werkstück habe ich jetzt einmal schon mal vorbereitet, auf der Hauptspindel drauf, und dieses wollen wir jetzt mit Hilfe unserer beiden Kanäle bearbeiten. Als Ablauf für das CAM-Programm ist aktuell Folgendes hier vorgesehen: einmal Plan drehen mit dem B-Kopf. Man sieht jetzt auch schon das Werkzeug hier aufleuchten, mit dem hier gleich bearbeitet wird. Der Werkzeugweg schaut entsprechend aus, dass wir jetzt hier auch unser Werkzeug dargestellt haben. Und ich würde jetzt hier einmal Plan runterdrehen. Das war jetzt zu schnell. Es geht auch langsamer. Ungefähr so. Fährt er mir hier einmal ab. Okay. Nächste Operation wäre eine Schrubbearbeitung des Werkstückes mit demselben Werkzeug, mit demselben Kanal. Als nächstes kommt eine Bohroperation des Werkstückes hier in der Mitte, wiedermals Kanal 1. Danach soll eine Außenfertigbearbeitung mit Kanal 2 erfolgen, sprich das Werkzeug kommt jetzt hier aus dem unteren Revolver angefahren. Wenn ich mir jetzt hier den Werkzeugweg nochmals angucke, sehen wir, wie das Werkzeug hier dann gleich abfahren wird. Weiter eine Einstechoperation hier in dieser Nut, eine adaptive Fräsbearbeitung des inneren Bereiches, eine adaptive Fräsbearbeitung der Aussparung oben, der Aussparung unten und dann noch eine kleine Bearbeitung da unten. Eine bzw. zwei Bohrbearbeitungen von Kanal 1, sprich wieder mal unser B-Kopf. Auf diesen Bohrgeometrien, Ausdrehen der inneren Geometrie, hier und fertig bearbeiten mit Hilfe einer 5-Achs-Fräsoperation im inneren Bereich. Okay, so, was hat das nun mit diesen mehrkanäligen Maschinen auf sich? Wir haben hier im Grunde genommen zwei CNC-Maschinen, die eigentlich ja getrennt voneinander agieren. Einmal der obere Teil und einmal der untere Teil. Würde ich nun dieses Programm so ablaufen lassen, wie ich es hier ursprünglich mir vorgestellt habe, könnte es allerdings passieren, dass die Werkzeuge sich beim Bearbeiten des Werkstückes ab und zu in die Quere kommen bzw. auch einen Crash verursachen. Wir schaffen es mit Hilfe des sogenannten Sync Managers, diese Bearbeitungen miteinander, wie es der Name schon sagt, zu synchronisieren. Bedeutet, wir schaffen hier sogenannte Warte- oder Sync-Marken mit ein. Wie gelange ich in diesen Sync-Manager? Zunächst einmal klicke ich auf das Programm, was ich mir anschauen möchte, gehe hier auf Synchronisieren. Im Hintergrund läuft jetzt der Postprozessor für beide Kanäle los und erstellt für beide Kanäle bereits den NC-Text, sodass wir diese dann zueinander synchronisieren können. Kanal 1 NC-Text zu Kanal 2 NC-Text. Sobald der NC-Text jetzt fertig gelaufen ist, sehen wir folgenden Dialog vor uns. Wir haben hier eine Spalte, ich mache mal kurz das Fenster etwas größer. Wir haben hier eine Spalte für Kanal 1. Darin sind sämtliche Operationen, die für den ersten Kanal angedacht sind. Wir haben aber auch eine Spalte für den Kanal 2. Und hierin sehen wir sämtliche Operationen, die von Kanal 2 eben kommen, in unserem Fall der untere Revolver. Würde ich das Programm, so wie es jetzt dasteht, sofort losfahren lassen, können wir gleich schon feststellen, was passiert. Denn die Planoperation von Kanal 1 läuft genau dann los, wenn auch die Außenfertigoperation von Kanal 2 anfahren würde. Fangen wir mal an mit der Simulation. Da sieht man auch schon, hier in unserem Fall wäre es wohl weitaus besser, wenn der Kanal 2 mit der Fertigbearbeitung natürlich erst dann losfährt, wenn der erste Kanal mit seiner Schrubbearbeitung bereits fertig ist. Ich spule das Ganze jetzt nochmal zurück.
und schalte hier nochmal den Materialabtrag ein. Dann sehen wir noch besser, was hier eigentlich schief läuft. Kanal 2 macht sich bereit zum Schlichten, wobei aber Kanal 1 mit dem Schuppen noch gar nicht angefangen hat. Das ist natürlich etwas, was wir hier verhindern wollen. Ich spule nochmal zurück. Okay, ich würde jetzt sagen, wird es Zeit, dass wir die zwei Kanäle zueinander synchronisieren. Wie war denn der Ausgangsplan von mir? Ich habe ja eigentlich gedacht, ich werde zuerst Plan vordrehen vom ersten Kanal, als nächstes würde ich außen schuppen, ebenfalls vom ersten Kanal und dann erst will ich, dass mir die Außenfertigoperation vom zweiten Kanal anfängt. Wird Zeit, dass wir die Sync-Marke einfügen. Wie funktioniert das? Relativ simpel, ein Rechtsklick, Sync-Ereignis einfügen, mit OK bestätigen und wir bekommen hier eine grüne Zeile. Diese grüne Zeile ist nun einer dieser Sync-Marken. Diese Sync-Marke vom Kanal 1 möchte ich hinter die Operation außen schuppen bringen. Genauso wie auf Kanal 2 muss ich jetzt diese Sync-Marke verschieben. Denn außen fertig von Kanal 2 fängt er immer noch mit der ersten Operation des Kanal 1 an. Ich packe die Sync-Marke in Kanal 2 und ziehe sie nach oben über die Außenfertigoperation. Jetzt sehen wir Folgendes. Plan vor und Außenschuppen steht alleine da, es kommt eine Sync-Marke. Bis hierhin hat Kanal 2 mit seiner Bearbeitung gewartet. Wir könnten Kanal 2 jetzt noch weiter eingrenzen. Sagen wir mal Rechtsklick Sync-Ereignis einfügen, mit OK bestätigen. Und jetzt will ich, dass die Sync-Marke 2 vor dem Bohren steht, was ja wieder mal von Kanal 1 herkommt, allerdings hinter Außenfertig Kanal 2. Somit hätten wir jetzt Plan vor, Außenschuppen nur von ersten Kanal her abgearbeitet, gefolgt von Außenfertig Kanal 2, gefolgt wiederum hier von der Sync-Marke und dann würde im jetzigen Stadium das Bohren von der Kanal 1 anfangen, wenn Außenstechen von Kanal 2 kommt. Das möchte ich in meinem Fall allerdings auch nicht. Ich will, dass das Außenstechen von Kanal 2 meinetwegen sofort nach Außenfertig Kanal 2 kommt. Was bedeutet das jetzt für mich? Ich packe wieder mal die Sync-Marke, die ja schon existiert, und ziehe sie hinter die Bearbeitung des Außenstechens. Der Ablauf schaut jetzt wie folgt aus. Ich plane, ich schuppe außen, ich drehe fertig außen von Kanal 2, ich steche fertig von Kanal 2, als nächstes würde bohren und innen ausdrehen, als gleich wiedermals anfangen. Gefolgt von Adaptiv, Plan, Aussparungen etc. Ich will aber allerdings, dass meine Innenausdrehoperation erst nach dem Bohren hinten passiert. Das heißt, eine neue Sync-Marke ist hier notwendig. Rechtsklick, Sync-Ereignis einfügen, mit OK bestätigen. Und das ist die auch schon. Ich habe gesagt, ich will die Sync-Marke vor innen fertig Kanal 1, aber auch vor oder Entschuldigung, hinter innen Entschuldigung, vor innen ausdrehen. Jetzt sind wir auf einer Welle. Jetzt sage ich, ich möchte die innen ausdrehen nochmals separiert haben. Rechtsklick rein, Sync-Ereignis einfügen, mit OK bestätigen. Die Sync-Marke hinter innen ausdrehen einbringen und jetzt schaut das Ergebnis so aus. Zuerst wird Plan gedreht und außen geschubbt mit Kanal 1. Fertigbearbeitung mit Kanal 2, die ganzen Bohr- und Fräsoperationen von Kanal 1, als letztes für Kanal 2 heißt es hier innen ausdrehen und zu allerletzt innen fertig mit Kanal 1 und Kanal 2. Das sind unsere 5-Achs-Operationen. Wenn ich nun auf den Play-Icon hier draufklicke, werden diese Sync-Marken mit abgespielt und mit abgetragen. Wir sehen nun, wie Kanal 2 wartet, bis die ersten zwei Operationen abgearbeitet wurden. Plan schruppen, außen schruppen. Ich beschleunige hier ein bisschen die Simulation. Ursprünglich ist ja Kanal 2 bereits losgefahren. Jetzt, da Kanal 1 fertig ist und die Sync-Marke erreicht wurde, fährt mir der zweite Kanal ab. Außen schlichten und auch Einstechgeometrie. Jetzt kommt die Bohrbearbeitung von Kanal 1. Die Schrubbearbeitung bzw. sämtliche Fräsoperationen, die wir hier eingegrenzt haben,
werden die Hitze ja abgearbeitet. In diesem Fall die Schruppbearbeitung im planaren inneren Bereich. Die Schruppbearbeitungen des flachen Bereiches. Innen fertig. Nun die fünfachsige Schlichtoperation für den inneren Bereich. Die Phase in dieser Dreiecksgeometrie wird hier nochmals nachgefräst bzw. überhaupt gefräst, sodass sie dann auch vorhanden ist am Werkstück. Und somit sind nun beide Achsen so weit durchgefahren, dass sie hier sich nicht mehr in die Quere gekommen sind und das Werkstück mit Hilfe von beiden Kanälen bearbeitet wurde. Falls Sie weitere Fragen zu dieser Thematik haben, wenden Sie sich gerne an uns. Ansonsten, wenn Sie weitere Fragen zu NX und Ihrer Anwendung haben, wenden Sie sich auch an uns. Haben Sie sich schon immer mal gefragt, wie man zu einem gewissen Ergebnis kommt und wussten nicht mehr weiter? Stellen Sie uns ruhig die Fragen, entweder in den Kommentaren oder direkt per E-Mail an uns. E-Mail-Adresse finden Sie unten in der Videobeschreibung. Ansonsten bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.